So, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von... Jetzt wollte ich was Falsches sagen. Von The Long Dark natürlich. Boah, bitte was mit Stoff. Ah, scheiße. Irgendwo muss doch hier ein Stoffding rumliegen. Irgendwas, ein Stöffchen. Komm schon. Irgendwas Stoffiges kriegen wir doch hier bestimmt noch. Und sei es irgendwie eine ausgelutschte Matratze oder so. Okay, da können wir uns darauf ausruhen, dass Messer. Wir haben noch ein Messer. Wir brauchen ein Jagdmesser. Nicht, nee, ne? Nicht euer Ernst, Freunde. Jetzt habe ich mir gerade ein improvisiertes Messer gebaut. Vielleicht kann ich es ja mal eben schnell zerlegen. Aktions... Ah, kriegen wir nur Metallschrott raus und schade. Naja, es fehlt uns halt echt das Ding. Und das Ding brennt hier einfach weiter fröhlich runter. Das ist halt ein bisschen das Problem jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen was von meiner Ausrüstung opfern möchte. Ich glaube halt einfach so Wollsocken, die könnten wir zur Not echt opfern. Die sind eh schon fast kaputt. Ich guck mal ganz kurz eben schnell, was das bringt. Einmal Stoff. Komm, das machen wir jetzt mal eben. Ich weiß, wir rennen jetzt ohne Socken rum. Ist ein bisschen blöde. Aber ich kann jetzt hier das Beil herstellen. Das dauert 4 Stunden. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was nachlegen hier. Vielleicht können wir einfach ein bisschen Altholz reinpacken. Und noch eine Kohle. Scheiß war der Hund drauf. Und vor allem sollten wir jetzt erstmal hier das Ding aus der Hand legen. So, dann machen wir noch mal ein improvisiertes Beil. So. Wir haben ein improvisiertes Beil gebastelt. Und wir haben hier noch 1 Stunde 28 Minuten, aber das mache ich. Ich mache nochmal eben schnell eine Pfeilspitze. Okay, 1 von 3 haben wir jetzt. Improvisiertes Beil. Scheinbar haben wir jetzt nichts dazu bekommen. Und noch 10 Stunden Dunkelheit übrig. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wobei wir natürlich auch mal eben schnell hier schlafen könnten. Das Ding bringt sowieso nichts mehr. Das können wir jetzt ausgehen lassen. Dann legen wir uns einfach mal hier drüben hin. Und schlafen mal eben schnell 10 Stunden. Schlafen noch mal 2 Stunden. Ist vielleicht sicherer. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das Schmieden ausgetestet. So, dann nehmen wir uns hier doch mal unser selbstgebautes Beil hier in die Hand. Was wir natürlich nicht können. Gehen wir mal nach draußen. Ich glaube, wir hatten jetzt hier fast alles durchsucht. Wir können jetzt erstmal unsere ganzen gesammelten Werke wieder nach Hause bringen. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf zu der letzten Mine, die wir noch gar nicht erforscht haben, weil hier waren ja noch ein paar Minen. Da waren wir noch nicht drin, wir waren ja nur in der einen Höhle, wo der Wolf drin ist und dann halt die Mine, durch die wir gekommen sind. Und ich würde sagen, es bietet sich halt quasi an, die anderen auch nochmal zu machen. Ich glaube, es gab noch 2 weitere hier. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz eben zu einem Baum hier hingehen, weil ich habe vielleicht das Gefühl, dass man mit so einem
mit dem selbstgebauten Beil jetzt hier einen Baum fällen kann, aber leider kann man das auch nicht. Echt trügerisches Gefühl. Dann gehen wir mal kurz in die Kirche, rüber. So, der Kirche im Walde. Das Ding zerlegen wir mal eben schnell. Zwecks Ausdauergewinnung. Hier kommen wir die Stücke mal direkt mit, ne, bevor wir die jetzt hier liegen lassen. Eben jene, die wir doch in Schwerstarbeit auseinandergerissen haben. Wo wir uns aufgeopfert haben, nur um diesen Ast zu trennen. Ich wollte doch gerade gesagt haben, ich höre doch hier was tapsen. Aber scheinbar waren das nur Karnickel. Ja, Jesu Domine. Oh, jetzt Federn. Das hatten wir, glaube ich, hier soweit alles schon durchsucht gehabt eigentlich. Vielleicht hat man irgendwas mal liegen gelassen. Weil wir es nicht mit rumtragen wollten, weil es uns das vielleicht gerade einfach zu schwer war. Wie zum Beispiel dieses Altholz hier. So, dann einfach mal ganz kurz eben hier runter und schauen uns doch mal. Schauen, dass wir mal eben den Weg hier zurück zu unserem Leuchtturm latschen. Latsch, latsch. Da war ich. Aha. Da war ich noch nicht dran. Ist mir jetzt neu, aber okay. Dann erstmal zurück. Zurück zu unserem Leuchtturm. Da quietsche ich dann vor Glück. Und werde auch unten feucht rum. Flüssigkeitsmangel. Ja, vielleicht sollte man mal einen Schluck trinken. Vielleicht zieht sie jetzt erstmal hier den über den halben Liter komplett weg. Boah, eiskalt alles drin geknallt. Und ist immer noch nicht ganz voll. Er hält sich ganz nach dem Sprichwort, ist die Flasche leer, ist die Flasche leer. So, erstmal wieder. So, jetzt sind wir gleich da. Und ich glaube, die eine Höhle, wo wir hergekommen sind, ist da hinten und die andere ist da. Also nicht Höhle, sondern Mine. Ist prinzipiell gesehen erstmal das gleiche, nur das eine ist ein bisschen natürlichen Ursprungs und das andere ist ein bisschen nicht natürlichen Ursprungs. Das hat nämlich ein Mensch gemacht, weil er was haben wollte aus dem Berg. Und weil ihm die Höhle nicht mehr gereicht hat, hat er sich gedacht, Natur, du alte Sau, was du kannst. Kann ich schon lange. Ich esse mir jetzt mal was. Wir können uns heute mal was ganz Leckeres. Wir machen uns heute mal. Was machen wir uns denn? Wir machen uns heute mal eine Dose Sardinen hier ob. Und essen dazu mal andere Dinge. Wie zum Beispiel Tomatensuppe. Tomatensuppe mit Sardinen. Das klingt nach einem totalen Festmahl jetzt hier. Das hauen wir uns mal eben schnell rein. Nom, 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 nom. Das essen wir auch mal eben schnell. Machen wir natürlich mit unserem improvisierten Messerchen auf. Geht ganz einfach. Gar kein Problem. Super. Man könnte gar sagen, maximal erotisch, aber lassen wir das mal lieber. Wir haben immer noch Kohldampf bis zum geht nicht mehr. Was können wir denn da noch essen? Noch mehr Tomatensuppe! Und Hundefutter. Komm, Hundefutter hat man noch gar nicht in letzter Zeit. Es wird mal Zeit für ein bisschen Hundefutter. Ganz ehrlich, Freunde. So. Wow, wie das schmeckt. Das war zwar die Tomatensuppe. Das weiß ich. Aber das macht nichts. Ach, wir hätten. Für das Hundefutter hätten wir jetzt auch das improvisierte Beil nehmen können. Das ist interessant. Für die Tomatensuppe geht das auf gar keinen Fall. Das ist eine andere Dose. Die ist viel härter. So, 2000 Kalorien-Schiss.
Und dann wollten wir nochmal gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen was aus der Tasche legen, was wir nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen müssen, nicht? Also wie zum Beispiel das Beil. Das Messerchen. Warte mal, was wiegt denn der Schmand eigentlich? Vielleicht ist es ja deutlich leichter. 0,75. Ein normales Messer wiegt Dinge. 1,75, das heißt, das improvisierten Scheißzeug ist sogar noch schwerer. Dann lassen wir das doch erstmal hier im Schrank, würde ich sagen. So, die Pfeilspitzen auch. Das Hämmer schon erst recht mit seiner vollstanken 2 Kilo. Kluck. Hört sich schon niedlich an irgendwie, ne? Den Verband nehmen wir mal mit. Das Ding zerlüddeln wir gleich mal ein bisschen. Die Federn können wir auch mal hier lassen, aber ich glaube, die gehören hier rein. Jawohl. Holz war Mitte. Zur Mitte, zur Didde, zum Zack, Zack, Zack. In diesem Sinne. Ich spreche mal nicht weiter, sonst gibt es gleich wieder einen auf die Nase von wegen Kinderhörspiel. Aktion und zerlegen 2 Stück. So. Habe ich heute eigentlich schon so gesagt? Ich glaube nicht. Machen wir mal. So. Ja, jetzt geht es mir viel besser. Frischer Darm. Getrockneter Darm. Nehmen wir mal direkt mit. Getrocknete Rehhaut. Von Otto Rehhage. Ich weiß, der war schlecht. Ich gebe mich ja schon schämen. Tschüss. So, wir haben eine Axt. Wir haben die Leuchte. Dann würde ich sagen, 10 Stunden rüber, laufen wir mal los. Aber zu trinken wollen wir auch nicht mitnehmen. Da finden wir bestimmt irgendwas unterwegs. Und sei es nur ein Döschen. Sekunde mal eben. Ich muss ganz kurz eben was nachprüfen. Könnte sein, dass es jetzt Musik gibt hier drin. Ich muss ganz, das ist gerade ganz, ganz wichtig. Wenn das jetzt stimmt, ne? Nein! Ich freue mir gerade den Arsch ab. Wie ein kleines Kind geht's mir jetzt gerade. Iron Maiden sind für Wacken 2016 bestätigt. Alter, 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 Alter. Ich freue mich gerade. Oh, ist das super. Oh, fett, 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 fett. Sorry, ich muss mich gerade mal... Ich muss mal gerade das Haus abschreiben, ich mute mich mal. Oh, Freunde, ich freue mich jetzt gerade. Ich bin ein bisschen außer Fassung. Ist das super. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Einfach nur super. Krasser Scheiß. Jetzt geht's mir auf jeden Fall gut. Ah, es tut mir leid, dass ich jetzt die Folge so beendet habe. Aber perfekt. Alter, jetzt nächstes Jahr nächstes Jahr Wacken ist definitiv gerettet. Nee, weil tatsächlich, um den Hintergrund jetzt zu verstehen, warum ich jetzt gerade so abgegangen bin, ist folgender. Das ist jetzt mein 6. Jahr in Folge, wo ich nach Wacken gehe. Also nächstes Jahr ist das 6. Jahr in Folge. Und das letzte Mal haben Maiden vor 7 Jahren gespielt.
Also ein Jahr, bevor ich hingegangen bin. Das heißt, ich habe sie noch nie live gesehen. Und jetzt endlich. Oh, ich freue mich so derbe. Das ist unglaublich. Naja, gut. Machen wir hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Und verzeiht mir meinen... naja, meinen Enthusiasmus. So, bis dann. Tschüss.